Ja, und damit willkommen zurück. Nach einer sehr, sehr langen Pause bin ich mal wieder dabei. Ja, ihr seht's, Minecraft. Und ja, ich würde gerne mit euch mal wieder ein bisschen weiterspielen in der Season. Und ja, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin und was anstand. Und ich bin hier fleißig am Abbauen jetzt gerade. Und ja, wir hatten eine sehr, sehr lange Pause. Und falls sich jetzt viele fragen, was ist mit dem lieben Herrn Bananenbrot? Ja, wir machen das LPT natürlich auch mal weiter. Aber ich dachte mir, komm, ich mache jetzt mal ein bisschen so meine Singleplayer-Kampagne oder beziehungsweise mein Let's Play hier von Minecraft einfach mal weiter. Und ich habe mich total verlaufen. Ich weiß überhaupt nicht, wo hier der Ausgang ist. Ich habe in der Pause, bevor ich die Aufnahme gestartet habe ich schon verzweifelt. Ich muss noch mal kurz in den Einstellungen was umstellen. Moment. Ich habe schon in den. Mach ein bisschen Musik an. Ich habe schon verzweifelt in den Einstellungen. Machen wir es mal so. Ich habe. Huch. Nein! Oh! Ich habe schon verzweifelt nicht in den Einstellungen, ich habe schon verzweifelt den Ausgang hier gesucht in der Pause. Und ich bin nicht fündig geworden und ich weiß auch gar nicht, wo wir hier überall waren. Und, ah je, ich kann mich nur daran entsinnen, dass wir ganz schön viel erlebt haben hier schon. Und, aber daran erinnere ich mich hier an den großen Raum. Ciao. Ciao. Tschüss. War hier der Ausgang? Verdammt, ich weiß nicht, wo der Ausgang. Uah, geh weg. Geh weg, du bist so hässlich. Verdammt, wo war denn. So, geh tot. So. Verdammt, ich werde hier niemals rausfinden. Niemals nicht rausfinden. Ich hatte den Gamma-Wert übrigens auch eingestellt in der Pause, dass es ein bisschen heller ist im Dunkeln für euch. Falls ich mal keine Fackel parat habe, obwohl ich davon 49 besitze. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde gerne mal wieder raus aus der Höhle, wenn ich den. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ist hier vielleicht der Ausgang gewesen? Bitte, bitte. Es geht auf jeden Fall schon mal nach oben. Das ist schon mal supi. Aber. Oh nein. Aua! Verdammt! Bitte bleib da, Lava, Lava, bitte bleib da, Lava, 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 Lava. Ich baue jetzt einfach mal hier so einen Schutzwall hin. Aber es sieht nicht danach aus, als ob ich da oben hinkommen könnte, oder? Verdammt. Ich bin total verlaufen. Ich weiß nicht, wie wir hier rauskommen. Das ist echt bitter. Pilze. Mal ein paar Pilze essen. So. Verdammt, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Hilfe, ich bin verloren. Das gibt's doch nicht. Ich will mein Schwert wieder auspacken. Ich weiß auch gar nicht, weil ich würde gerne mal wieder nach oben, weil wir haben ja da ein Haus gebaut und gepflanzt und hast du nicht gesehen. Und ihr hattet mir auch fleißig Kommentare geschrieben, wo ich gerne auch mal drauf eingehen möchte, weil einigen hatten auch mir ein paar Tipps gegeben, wie ich einen vernünftigen. Hallo Creeper! Wie ich einen vernünftigen Garten anbaue. Aber zuerst muss ich hier erstmal aus der Höhle raus und ich weiß gar nicht wo, ich weiß gar nicht wie. Ich verlaufe mich hier total. Ich habe, ihr wisst ja, Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Jetzt ist nur die. Huch, was? Wo? Jawohl, sehr schön. Ich sollte vielleicht mal was essen. Der Creeper! Nein! 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 Fuck! Verdammt. Das war echt knapp gewesen. Das war total aufgeregt. Ich glaube, oder? Oh, bitte lass uns hier rauskommen. Bitte lass uns hier rauskommen. Es sieht förmlich gut aus. Die Frage ist nur, ja. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon vorhin mit euch zusammen. Jetzt ist die Musik doch noch ein bisschen zu leise, finde ich, ne? So ein bisschen, weil ein bisschen Musik möchte ich doch schon hier so haben. Machen wir mal so. 65, dann passt das. So, genau. Hier geht's auch nach oben, sehr schön. Nach oben ist immer gut. Nach oben ist immer eine gute Richtung. Ich hoffe natürlich, dass wir. Hä?
Ich werde niemals nicht den Ausgang finden. Niemals. Das ist. Hier war ich schon. Das sieht alles so gleich aus. Mann, verdammt. Ich bin verloren. Kann mir jemand helfen? Huch, jetzt hab. Nein, jetzt schmeiße ich auch noch das Schwert weg. Ich dem Lack. Fuck, wie komme ich denn jetzt hier auf? Ach so. Gibt's denn sowas? Muss man erstmal hier klick, 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 klick. So. So und so und so. Das ist ja unglaublich, dass man nicht sich hier so verlaufen kann. Aber hier hatte ich Fackeln gebaut. Das heißt, ich müsste ja eigentlich. Vielleicht geht's da drüben weiter. Verdammt. Aber hier habe ich keine Fackeln. Oder doch? Warte mal. Hier ging's im Hier geht's wieder nach unten? Ich bin ein wenig verwirrt. Ein wenig, aber nur bin ich verwirrt. Ich bin mega verwirrt. Aber nach unten kann ich mir nicht vorstellen. So, aua. So. Das ist niemals nicht richtig hier lang. Niemals nicht. Niemals nicht richtig hier. Warte mal. Bevor ich da jetzt ins Blinde mich... Ja, natürlich. Bevor ich mich ins Blinde stürze, werde ich... Ah, super. Einfach mal versuchen, sicher und heile nach unten zu kommen. Na. Ja, das sieht schon besser aus. So, jetzt muss ich erstmal selber gucken, wo ich hier bin. Hallo? Da geht es wieder nach oben. Da ist es ein bisschen nebelig. Warum auch? Aber ich kenne das hier. Ich war da vielleicht. Vielleicht geht's hier raus. Das sieht danach. Uah, uah. Geh, geh. Jawohl, sehr schön. Geht's hier vielleicht. Da oben. Das ist eine Mauer. Ich glaube, die hatte ich gezogen, weil ich da nicht mehr lang sollte. Hier geht's auch nach oben. Das ist ja was für eine aufregende Folge Nummer 1 mal wieder. Das ist ja unglaublich. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich bin richtig. Ja, Mann. Ja, Mann, ich bin richtig. Ich werde aber hier zubauen. Weil damit ich weiß, dass ich hier... Weil sonst komme ich total durcheinander. Oder ich baue... Moment. Oder ich baue mir das einfach offen. Ein Riesenloch, dann weiß ich, dass ich hier auch rauskomme. Wer redet denn da? Ist das ein Hexer? Höre ich da schon wieder einen Hexer? Hilfe? So. Den machen wir auch noch weg. Den machen wir auch noch weg. Auch noch weg. Auch noch weg. Auch noch weg. Was ist das für ein Geräusch? Hilfe. Ich will... Uah! Ich muss hier raus. Ich muss hier definitiv raus. Und es sieht echt gut aus, als würden wir hier... Oh, oh. Wo bin ich? Das Ke... Uah. Wo ist der... Uah. Verdammt. Wo ist der Ausgang? War das hier lang? Verdammt. Ich glaube hier... Ich höre ein Pferd. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Und das für die erste Folge. Ich glaube es ja nicht. 8 Minuten sind wir jetzt schon hier am... Am rumrennen. Bitte lass hier den Ausgang sein. Bitte. Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist richtig. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ich kann es ja kaum glauben. Und da wären wir auch schon. Ja, bei unserer bescheidenen Hütte. Bei unserer bescheidenen Hütte. Sehr schön. Ist ja unglaublich. Kann noch mal eben schnell was einschmeißen an Essen. Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben. Sehr schön. Wuhu. Naja, so ganz geräumig ist es nicht, aber ich bin auch mal überlegen, ob ich noch einen Keller einbaue. Ach ja, wir hatten ja diese abgesetzte Decke ja gebaut. Stimmt. Richtig, da war ja was. Jawohl. Was? Gerhard? Gerhard, was machst du da oben? Dann nicht, dann bist du jetzt... So. Der will uns nicht zuhören, oder? Nein, ne? Nein.
Mäh. Okay. Das ist unser schöner Garten, stimmt, ich entsinne mich. Als wäre es gestern gewesen, verdammt. Man kam ja, glaube ich, auch aufs Dach, ne? Hatten wir nicht eine Leiter gebaut fürs Dach? War das nicht so oder wollten wir eine bauen? Oder? Doch, hier ist eine. Ich wusste es doch. Habe ich noch in Erinnerung gehabt. Genau, das war das. Ja, stimmt, genau. Da wollte ich mir vielleicht noch... Aua, da wollte ich mir vielleicht noch so eine Sonnenterrasse bauen. Aber jetzt erstmal werde ich in die Küsten gucken. Denn ich glaube, ich werde als nächstes, werden wir, glaube ich, hier echt den Boden ausbauen. Oh, ich habe Eisenerz und Gold gefunden. Ist ja faszinierend. Man konnte irgendwas mit diesem Gammelfleisch anstellen. Ich weiß nur nicht mehr genau, was das war. Das wisst ihr wahrscheinlich besser wie ich. Wo ist mein Ofen? Ah, hier. Kohle haben wir noch drin, dann werden wir das Fleisch noch mal ein bisschen grillen. So. Da haben wir noch Fleisch, da haben wir noch ein bisschen Kohle, das können wir noch hinzufügen. So, was haben wir hier? Haben wir nichts drin. Wir haben so viele Kisten schon. Aber hier haben wir Essen, das packen wir noch damit rein. Da haben wir ein Pfeil. Das Gammelfleisch packe ich jetzt erstmal, das schmeiße ich jetzt erstmal weg, das brauche ich nicht. So, erstmal weg damit, zack, zack. So. Hatten wir die Kohle irgendwo schon Platz? Ach, guck mal an. Wie gut wir ausgerüstet sind, ist ja unfassbar. Ist ja unglaublich. Guck an. Und da oben haben wir sogar schon... Da haben wir sogar schon Erde drin. So viel Erde, wie wir gesammelt haben. Und Kisten und... Ah je, ah je, ah je, ah je. So viele Sachen. Gold haben wir auch schon da für die Goldbarren. Eisenerz? Haben wir das hier oben eigentlich auch schon drin? Nee, ne? Aber wir können damit Barren erstellen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was ist das denn da oben? Schalter? Ach, ein Hebel, okay. Da waren die Pfeile. Sehr schön. Da haben wir sogar Schießpulver noch hier oben. Guck mal einer an. Und eine Hose haben wir noch. Und Eisenbrustplatte. Sehr schön. Wir sind gar nicht mal so schlecht ausgerüstet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben schon echt hier viel erlebt. Das ist der Wahnsinn. Ach, guck mal an. Redstone, noch mehr davon. Ist ja unfassbar. Und wir haben sogar... Ach stimmt, wir sind ja in der Pyramide gewesen. Richtig. Ach, guck mal an, da haben wir noch eine Steinhacke. Lassen wir die mal hier liegen. Wo sind denn unsere Werkzeuge? Haben wir da nicht auch... Ach, hier haben wir Krimskrams drin. Genau. Ich bin ja so ein Sortierfuchs. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass es manchmal vielleicht ein bisschen länger dauert, bis ich irgendwas sortiert habe. So, wir werden mal die Eisenbarren werden wir mal erstellen. Denn ich möchte gerne mir noch Spitzhacken erstellen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was brauche ich da mal sogar noch Eisenbarren für. Und, nee, die 18 Stück reichen auch dafür. Holz brauchen wir dafür auch, ne? War doch so, glaube ich. Ich bin schon so lange, wie gesagt, ich habe schon so lange kein Minecraft mehr gespielt, dass ich schon kaum noch die Rezepte noch weiß. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, Stickies brauchen wir dafür. Stickies, dafür brauchen wir... Machen wir mal davon. Und... Stickies müssen wir jetzt haben. Machen wir mal ruhig. So, genau. So, zwei. Dann machen wir noch... Was haben wir? Schwert haben wir auch noch. Schaufel haben wir auch. Axt machen wir. Eine Axt machen wir noch. Eine Axt. Dann machen wir noch eine Schaufel. Und ein Schwert machen wir natürlich auch noch. Und als nächstes würde ich sagen, machen wir mal uns ein Diamantenschwert oder sowas. Weil wir haben ja, glaube ich, einen Diamanten, soweit ich das noch in Erinnerung habe. So, das werde ich das wieder sortieren. Ich entschuldige mich dafür immer, das Sortieren. Tut mir leid. Ich bin halt ein ordentlicher Mensch. Das ist nun mal so. Aber eine Spitzhacke fehlt uns noch. Wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, weil wenn, dann möchte ich schon gerne ein volles Programm haben. So, Spitzhacke. Jawohl, sehr schön. So. Ich weiß nichts Interessantes, aber so ist das nun mal mit den,
mit diesen Crafting Games. Das ist nun mal so, da muss man halt, ja, zwischendurch ein bisschen bauen und alles. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. So, was sagt, oh, die Eisenbahnen, die glühen. Jawohl, die Eisenbahnen, die glühen. Wo hatten wir denn jetzt den Diamanten? Lass mich mal kurz schauen. Hier. Können wir uns mit dem Diamanten eigentlich ein... Hä? Ja. Können wir uns mit den Diamanten eigentlich jetzt so einen Diamantenbarren erstellen? Geht das? Geht da? Funktioniert das so? Wahrscheinlich nicht, ne? Man kann sich wahrscheinlich, wahrscheinlich nur ein... Wenn man Diamanten hat, einfach bauen, denke ich mal. Okay, lassen wir das mal erstmal so sein. Wir können das immer noch machen. Wir haben ja so viel Zeit und so viel zu tun. Es wird immer mehr. Gold können wir auch noch machen. Ich werde mir, glaube ich, noch einen Ofen bauen. Ich glaube, das werde ich tun. Denn zwei Öfen sind besser als einer. Jetzt muss ich nur kurz schauen, was ich dafür brauche. Stein brauche ich dafür. Das haben wir auch, glaube ich, genug. Ja, davon haben wir genug. Stein haben wir davon genug. Den können wir dann direkt bauen, den Ofen. Sehr schön. Den stellen wir hier hin. Kohle haben wir auch genug. Haben wir ja noch genug gesammelt von. So. Tut mir leid, dass es alles so lange dauert. Ich bin halt kein Minecraft-Profi. So, dann können wir die nämlich auch bauen. Und wir werden natürlich das Haus auch auf jeden Fall weiterentwickeln, weil das ist mir alles irgendwie viel zu klein und viel zu unübersichtlich. Was ja nicht unübersichtlich, aber viel zu klein. Ich denke mir mal, dass wir hier raus noch ein bisschen bauen werden. Ich glaube, das werden wir tun, dass wir in die Richtung das Haus erweitern. Weil hier ist ja auch noch die Höhle. Dass wir vielleicht vom Haus aus vielleicht in die Höhle gehen können. Aber da müssen wir echt eine Klappe oder sowas bauen. Oder vielleicht geht das Haus hier weiter, so mit so einem Eckhaus. Müssen mal schauen. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, für diese Folge war es erstmal gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf jeden Fall geht es weiter, definitiv mit Minecraft. Dürft euch schon mal darüber freuen. Und, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also, macht's gut, ciao.